Willkommen zurück zu einer neuen Folge PB oder Pupke. Du hörst dich gerade so ein bisschen wie Opa Tim. Willkommen zurück. Damals bei PB, da war alles noch anders. Da nicht verbuggt, keine Spackos oder behinderte Twitcher. Keine Cheater. Keine Cheater. Damals gab es sowas nicht. Da gab es eh nur offline. Einzelspieler-Pong. Ich mich selber, weil ich keine Freunde habe. Ohne Computer, weil sowas gab es auch noch nicht. Ich habe trotzdem verloren. Ich habe einen Ball und einen Schläger genommen. Und so getan, als ob. Ich hatte auch kein Geld für Pong. Auch nicht für Schläger und Ball, die habe ich mir selbst gebastelt. Als ob ich zwei weiße Streifen auf meinen Bildschirm gemalt. Bist du, da liegst du. Ich dance jetzt vor dir. Also so. Was ey, willst du, Bitch? Hier. Das ist noch viel besser. Guck mal. Sprich mal in Hand. So. Was? What? Say what? Hast du mich Bitch genannt? Stell dir Schnipsen dabei vor. Warte, warte, so. Kannst du mir wieder lassen. Oh, warte mal. Ich kann gar nicht. Ja, hab ich auch gerade versucht. Hä? What? Ob ich im Sitz auch so mache. Ich konnte. Ich kein Ego mehr Perspektive auch nicht. Wir suchen nur raus und rein bei mir. Also, ein bisschen weiter raus, ein bisschen weiter rein. Ja. Beschiss, zweite Mal ein Gedanke. So. Ferry Pier. Das ist sehr, sehr doofe Flugrichtung. Ich habe gerade kurz überlegt. Wir können auch zu Rotzok gehen. Ja, komm, scheiß drauf, oder? Ja, komm. Kurze Runde, dann noch eine. Okay, 3, 2, 1 und los. Aber zu meiner Zeit, da gab es doch keine Fallschirme. Da sind wir einfach gefallen. Gefallen und gelandet. Aufgeschlagen. Da war man halt tot. Musste man mit leben. Oder nicht? Aber damals war es nicht schlimm, da bist du eh nicht alt geworden. Ja. Da ist man noch an Kinderlähmung gestorben. Ja. Und heute gibt es so Idioten wie Impfgegner. Ja, also damals haben sie auch überlegt, ohne Impfung. Sind halt gestorben. Ja, ja. Aber das hat einen hart gemacht. Das war dann so. Aber man hat keinen Autismus bekommen. Und jetzt die ganzen Kinder, die sind auch autistisch. Eine Armbrust, die lasse ich sogar freiwillig liegen. Oh, ich bin in der Ego-Perspektive. Irgendwie, glaube ich, habe ich jetzt gerade das Problem. Ich glaube, jetzt läuft das mit der Ego-Perspektive auch ein bisschen besser als vorhin. Wahrscheinlich, weil du jetzt nicht im nur Ego-Modus spielst. Dann geht's auch. Aber wenn man im Ego-Modus spielt, dann. Ich habe die VSS. Nice. Ich habe eine Machete. Und eine UMP. Und noch eine Machete. Und ein Revolver. Na toll. Boah, ich habe echt Probleme, dass mein Auge brennt. Ah. Warum legt der die scheiß Waffe nicht nach? Komm. So. Danke, Schrotmunition ohne Schrotflinte, sehr schön. Schon mal nix. Warum brennt denn mein verkacktes Auge gerade so? Du hättest ja keine Kacke da reinreiben sollen. Aber du hast gesagt, du machst das auch immer. Hier ist schon ein Auto. Ah, ich will kurz hier. Aua. Ah, jetzt heul ich auch noch. Nicht meinen, so schlecht sind wir auch schon wieder nicht. Ich hab dich gerade gesehen. Ich direkt angefangen zu heulen. Oh ja. Nein! Wegen dem verlieren wir wieder. So, ich geh jetzt rüber. Hieronymo!
Warte, ich bin unterwegs. Ich komme nicht über den Zaun. Tut mir leid. Nichts Neues. Boah, ich dachte gerade, wer, einer. Alter, es kann nicht sein, dass ich so viel Pech wieder habe und nichts finde. Da landest du in der Stadt und es ist einfach nichts da. Das Klo habe ich nicht besucht, oder? Nix. So, nächstes Haus. Rucksack 2. Mann, ist doch echt zum Kotzen. Oben liegt noch ein Rucksack 2. Nein. Achso, Rucksack 2? Ja, oben. Rechter Raum. Ins nächste Haus. Hier ist ja gar nichts mehr. Allein hier gelandet? Scheinbar. Wir sollten noch nach Norden uns ausrichten. Super, weißt du, ich bin eine Armbrust. Ich finde voll viel Muni für alle möglichen Waffen. Denkst du, ich finde die passende Waffe dazu? Ich nehme schon alle Mods mit. Na, das war's. Hier noch? Nö. Und nächstes Haus. Oh, ist hier schon drinnen? Ich glaube nicht. Nix. Eine Uzi. Waren wir hier schon? Nee. Gehen wir zurück ganz weiter. Den Crip macht man nicht lange, ey. Gar nichts. Die Stadt ist voll scheiße. Ja, hier oben ist nur eine Schrotflinte. Und eine doppelläufige. Auf jeden Fall gerade einen Schuss gehört. Hier ist noch ein Helm 1. Nichts aus. Recht aussehen. Eine Gasmaske, herzlichen Glückwunsch. Rucksack 3, super. Ein 2er Rucksack, ne? Ja. Und ab ins nächste. Das hier, das ist unser Haus. Pass auf. Wieder 2 Rucksäcke. Immer Zeug. Alles für den Arsch. Hier ist wirklich nichts. Nichts war in dieser Scheißstadt. Ja, wo können wir jetzt hin? Wir müssen eh nach Norden, ne? Hier war hoch. Da waren ja noch Häuser oben. Ja. Scheiße, wo kommen wir da hoch? Vielleicht kann ich mit Verbänden tot werfen, ne? Nein! Ich bin die Hose gewechselt, ey. Hier rüber zum nächsten. Oben ist auch eine Scheune. Noch mehr Verbände und schon wieder eine Armbrust. Ah, oh, Alter. Spur finden. Ah, eine UMP. Das ist ja schon mal etwas.
die leider nicht mehr so mag. Oh, zwei Stufe Helm, zwei Helme. Sehr schön. Mantel, Verbände. Oh mein Gott. Ein was gefunden. Okay. Hier liegt noch eine Uzi. Ja, kein einziger Rotpunkt, ne? Nee, hab ich auch nicht. Hier ist so eine dicke Schrotflinte, also die nicht die zweifach, die andere. Was ist das denn? Oh, im 16. Oh mein Gott. Die K98. Sehr nice. Hätte noch eine UMP im Angebot. Ich hab eine M16. Die M416? Oder die M16er4? Die gute oder die? M416. Der sauber, die ist richtig geil. So, jetzt hier noch ein Scope für mein K98. Wir könnten jetzt hier zu der Scheune. Ja, ich komme sofort. Ich hab noch hier eine Tür. Lol, ich habe einen Schalldämpfer fürs K98. Krass. Jetzt fehlt mir echt noch ein Scope. Oh mein Gott, und Kugellobes für die K98. Alter, ich hab die K98 bis auf Scope voll ausgerüstet. Im Schalldämpfer. Und Kugellobes. Ja, noch eine UMP. Hier ist eine VSS. Ich bin jetzt zufrieden mit meinen Waffen eigentlich. Rucksack 3. Okay. Der einzige Vorteil der VSS ist halt, dass sie ein eingebautes Sniper hat. Also ein eingebautes Scope. VSS habe ich ja. Ach, die hast du. Ah, okay. Ja, ab in den Norden. Müssen wir was Wasser, ne? Jo, dann gehen wir. Ja, genau. Wo? Upsa. Oh nein, 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 oh, kein Schaden bekommen. Oh, ich auch nicht. Oh, ich bin's. Links läuft einer. 285. Ja, ist zu weit. Ja, schnell rüber. Sein Boot. Oh Mann. Da, links von uns, beim Auto. Ich nehme mich jetzt hier hin. Ach, ohne Scope treffe ich nichts mit der K98. Oh, bei dem. Der war vorhin beim Jeep, der wird aber weitergelaufen sein. Davon aus, dass er das Haus als Ziel hatte, da vorne geradeaus. Das zweistöckige. Eine Karre. Ja, direkt im Osten. Das Haus meinst du? Ich denke, das Doppel. Ja, das dreistöckige oder. Ja, dreistöckige.
Also ich denke, dass er dahin gelaufen ist. Aufpassen. Ja, da ist auch die Tür offen. Ist aber, glaube ich, nur diese kleine. Pass auf, wenn wir hochgehen. Noch sauber. Dachtür ist offen. Ja, oder hier war schon jemand. Ja, hier ist keiner. Alles sauber. Runter. Noch nichts drin, ne? Brauchen wir nicht die Scope. Wie sieht's mit der Zone aus? Das ist ganz okay. Oh, ich... Da ist aber nichts mehr, wo man was abgreifen kann, ne? Ich guck noch hier im Haus. Hier. Lass die Tür auf, damit man nichts hört. Scheint aber... Hier ist sauber. Ja, hier ist nichts. Fuck. Ja, wohin jetzt? Eine gute Frage. Ja, wir sind drin, wir könnten da noch hin. Ja. Das ist so mega offen. Oh, schöne Karre. Nix. Da steht aber eine Karre vor. Und ich guck nicht Richtung Osten. Das ist auch mit meinem Fenster, oder bin ich gerade blöd? Ich hab auch, ja, ist da auf ist jeden Fall einer. Halt du mal das Fenster im Auge. Ja. Ich robbe. Ich versuche die ins Visier. Ich versuche die zu umrunden. Schießt du? Nein. Wird auf dich geschossen? Das ist, nein, das ist links irgendwie. Oh fuck, ich habe wieder eine Karre. Oh, Motorrad. Oh fuck. Oh, von da oben, vom Hügel. Oh Gott, wir sind mitten drin. Warte, ich glaube, die haben mich nicht gesehen. Die haben nur auf die im Auto geschossen. Fuck, es wird auf mich geschossen. Ich bin hin. Boah! Was denn? Hab ich ein. Ah, du kleiner Drecksack. Nein! Oh. Ah, schade. Ah, shit. So, Keine noch. Ja, wir machen das mal in der nächsten Folge. Na gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge und hoffentlich ein bisschen erfolgreicher. Ist jetzt ein blödes Ende gewesen. Yep. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.